Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, Hallo. Das Licht ist so in Ordnung. Heute wird es hoffentlich aufregend für den Julian. Ich hoffe, es wird heute nicht so aufregend, muss ich ehrlich sagen. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen im Internet ein Video von so einem Amerikaner gesehen, eine Challenge gemacht, wie sie sich so Saugnäpfe überall dran bekommen hat. Und dann wurde ihr Herzschlag gemessen und sie durfte, glaube ich, nicht über 135 haben. 135, weil dann ist so absolut der Ruhepuls weg. Aber absolut, ja. Ich glaube, der Ruhepuls ist schon mit vorher weg. Aber ab 135, 140 ist man wohl so richtig aufgeregt. Und diese Hürde wollen wir heute durchbrechen. Natürlich wird hier nichts krass Schlimmes gemacht, ja, hoffe ich. Was ist das? Nicht fühlen! Das ist eine Kerze. Hör auf. Willst du mich verarschen? Hör auf, du darfst nicht fühlen! Also wir haben natürlich nicht so eine professionelle Ausstattung besorgt, aber wir haben ein Blutdruckmessgerät in der Apotheke gekauft. Das ist die Challenge, das heißt, ich muss ruhiger sein, miss wie oft du willst. Und glaubst du, du schaffst es ruhig zu sein? Ich glaub's ja. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal am Anfang einmal testen, wie hoch dein Puls ist. Vielleicht bist du ja jetzt Und am Anfang müssen wir erstmal sagen, eigentlich, liebe Leute, wäre das hier ein Zweiteiler. Eigentlich könntet ihr jetzt den ersten Link klicken, da kommt ihr auch zu Bibis Video. Aber eigentlich würde es da zum Video gehen, wo wir dieselbe Prozedur mit der Bianca hätten. Aber die Bianca ist ja schwanger, die darf sich ja nicht aufregen, was ja auch gut ist. Deswegen werde ich heute verschont und wir machen es nur beim Julian. Das stimmt. Aber, Leute, jetzt seid ihr gefragt, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mal möchtet, dass wir das mit der Bianca machen. Ja, das war aber nicht abgesprochen. Wenn die Schwangerschaft vorbei ist, wenn die Stillzeit vorbei ist, wenn das Baby irgendwo gechillt gerade schläft und die Mama mal kurz hier ein bisschen auf 180 getrieben werden kann. 180 vielleicht nicht, aber jetzt ist wirklich nichts Schlimmes. Einfach nur, dass wir die so ein bisschen aufregen. Dann gibt man einen Daumen nach oben. Bei 50.000 Daumen nach oben wird es das geben. Das ist der Deal. Das hast du jetzt entschieden. Das habe ich entschlossen. Okay, warte, dann möchte ich auch was entscheiden. Nein. Wenn ihr so geil auf dieses Format seid und so viele Daumen nach oben gibt, dass ihr vielleicht sogar 100.000 Daumen nach oben schaffen, dann bin ich dafür, dass wir doch nochmal einen zweiten Teil bei dir haben. Niemals! Wieso? Das ist viel schwieriger. Aber wie sollen die Leute denn checken, dass sie bei 50.000 aufhören, Daumen zu geben, weil... Okay, Leute, bei 50.000 Daumen nach oben aufhören, Daumen nach oben zu geben, ja? Guckt erst, wie viele Daumen nach oben ja, es sind. Genau. Und dann hört auf, weil dann machen wir es mit der Bianca. Okay, Deal geht. Bis wann? Eine Woche. Eine Woche, genau. So, ich muss ja erstmal hier die... Oh, es geht an. Stimmt, ich hätte jetzt schon verloren beim Startmessen. Okay, 88 ist mein Herzschlag. Es darf nicht über 140. Mal, das fertig und los. So, in der Zeit, wo der Julian eine Minute hat, um seinen Puls runterzubekommen, werde ich euch einfach schon mal vorstellen, was ich jetzt, womit ich anfange. Wir müssen den Kerl ja ein bisschen knechten, ja? Ich habe mir auf jeden Fall eine fette Rolle Panzertape geholt und dachte mir, womit kann man einen Menschen... Bring mich gar nicht aus der Ruhe. Du weißt ja nicht, was ich machen will. Ich werde dir jetzt nicht deinen Mund zukleben. Ich werde dich komplett an deinen Stuhl tapen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst und mir völlig ausgeliefert bist. Da geht doch der Stuhl kaputt. Lass doch wenigstens so einen Gartenstuhl nehmen. Nein, der geht doch nicht kaputt mit ein bisschen Panzertape. Soll ich das Panzertape auch über deine Beinhaare machen? Mach gar kein Problem. Okay, Leute, dann beginnen wir mal mit der ersten. Auf die Beinhaare. Oh, wie das ist wirklich blöd, war. Ah, nicht ziehen, es bitte. Könnte eventuell, wir messen mal ganz kurz. Ah, ich weiß nicht, soll ich ziehen oder soll ich nicht ziehen? Was sagt ihr, Leute? 92! Oh mein Gott, ich habe so ein bisschen Panzertape benutzt und du bist schon auf 92. Als wäre ich jetzt, es ist eine Messungenauigkeit. Wie eine Messungenauigkeit. Genauso wie eben. Ich bin ganz unempfindlich. Au! Da hängen wirklich Haare dran, guck mal. Oh nee, du musst voll hinfliegen. Nein, die Nachbarn können reingucken. Was sollen die denn denken? Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was mein höchster Puls sein wird und ob die Bianca die besagten 140 knacken kann. Gut, das hat ja auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Ich guck mal in meinen Beutel, was da noch sonst so alles drin steckt. Hältst du es mal ganz kurz fest? Kokosblütensirup. Mega eklig soll ich alles machen. Es regt mich aber nicht auf. Steigert nicht meinen Puls. Nee, komm nicht über die Haare. Bitte nicht über die Haare. Lass es. Lass es. Ich bin ruhig. Oh, ist das schön. Das ist ja fein. Weißt du, vielleicht ist das gut für die Haut. Hat irgendwie ein bisschen was von diesen 5 Minuten, das alles erlaubt. Stimmt, das ist ja voll geil. 83? 83! 83! Das ist
für mich die reinste Kur hier gerade. Was hältst du von Warmwachs? Conny. Okay, ich werde den Wachs jetzt vorbereiten. In der Zeit fahre ich mal andere Geschosse auf. Und zwar, ich brauche einen Computer. Ein bisschen Opernmusik. Ich habe ihr einmal gesagt, Opernmusik regt mich mega auf. Damit meinte ich nicht, dass mein Puls dann ansteigt. Doch. Ich glaube, so laut haben wir noch nie Musik gehört. 346 Minuten später. 4 bis 6 Wochen später. Okay, ich kann es nicht mehr ertragen. Das Ganze ist jetzt ungefähr 16 Minuten gelaufen. So, wir messen jetzt mal ganz kurz. Boah, bist du am Schwitzen, Junge. Okay, lass mal schön hängen. 93! Oh, da bin ich ja wieder bei meinem Anfangswert. Och Mann, was soll ich denn noch? Ja, hat mich ein bisschen auf. Oh, ja, mach weg. Boah, es ist heiß da drunter. Ach, da kommt das Wachs. Komm, wir probieren einmal ein Stück an der Augenbraue. Nur ein ganz kleines bisschen. Nein! Nicht an der Augenbraue! Ja, du wachst nicht! Du wachst nicht meine Augenbraue. Ich muss erstmal den Kerl raus. Ich hab alles voller Kokosblütennektar. Aua! Das ist natürlich super, wenn ich jetzt auf deine Augenbraue wachsen würde. Warte, der riecht sich extra ein bisschen auf. Wir können jetzt nochmal. Ganz kurz messen, kurz vorm. Ah! Warte, jetzt halt doch mal still, Julian. Es ist doch nur eine Augenbraue. 130, oh mein Gott! Ich muss ruhig bleiben. Fast am Ende, ne? Ich hab beinahe verloren. Weißt du was? Ich wachs dir hier mal die Haare weg. Nein, doch. Nein. Nackt ist gut. Scheiß die Wand an. 112 hatte scheinbar eine beruhigende Wirkung. Ach. Und? 880! Okay, Leute, also das ist jetzt wirklich, bitte macht das, was jetzt kommt, nicht nach. Ich hab's nicht gewusst. Ich dachte, das wäre so Bastelkleber für Kinder. Aber es ist wirklich Sekundenkleber. Glitzer-Sekundenkleber? Ja. Zeig. Nee. Du bist die schlechteste. Glaubst du, das hat mich jetzt 1% aufgeregt? Ich glaube schon, dass wenn man das alles einfach die ganze Zeit so aushalten muss. 89, wow. Ich bin mal kurz weg. Ja. Na? Okay, Julian, es tropft. Jetzt liegt das Handtuch noch da. Also, ich dachte, du magst ja gerade das Glitzern nicht so sehr in deinem Gesicht, ne? Mhm. Ich habe einfach mal so ein Handtuch präpariert und dachte mir, guck mal, das Video. Ich dachte mir. Okay, Leute. Julian ärgert sich ein bisschen über den Kleber in seinem Gesicht und ich dachte mir, wir präparieren einfach mal ein Handtuch, womit wir ihn gleich sauber machen können, aber mit Klowasser. Was haltet ihr davon? Pass auf, ich tue das einfach mal hier ins Klo rein. Und jetzt ist es angefasst vorher. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Okay, warte, wir müssen mal eben. Das darf mich nicht aufregen, wirklich nicht. Aber das ist echt jetzt ekelhaft. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Soll ich, ich muss dran machen, Julian, es tut mir leid, das ist so ekelhaft, das ist so ekelhaft, das ist so widerlich. Ich muss es einfach machen. Ist das ein Fehler? Nee. Oh mein Gott. Warum ist das braun? Ist ein bisschen Kacke noch auf dem Klo dran. Boah, bleibst du ruhig. Dafür, dass ich dir gerade Klowasser ins Gesicht schmiere. Unfassbar ekelhaft. Piss dich einfach. 88, du elender Versager! Das kriegst du so wieder, dass du mit diesem ekelhaften Scheiß. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur nächsten Challenge. Langsam wird es langweilig, dass du dich nicht bewegen kannst. Deine nächste Challenge ist es, dich innerhalb von einer Minute selbst aus dieser Situation zu befreien, ja? Auf die Plätze, fertig und go! Okay, du hast es geschafft. So, ganz schnell messen, ganz schnell messen, ganz schnell messen. Vielleicht hätte ich das ja jetzt ein bisschen aufgeregt, wenn man ihn mal ein bisschen unter Zeitdruck setzt. Beruhige dich, alles gut. 119, oh mein Gott. Wir machen jetzt einfach mal auch so eine kleine Jogging-Session von 10 Minuten. Ja, 10 Minuten am Stück wirst du jetzt hier auf der Stelle joggen. Du kannst dir gerne Schuhe anziehen, wenn du das möchtest. Ich werde die Zeit stoppen und nach 10 Minuten joggen und nicht nur so, ja, die Leute müssen sehen, dass du sportlich aktiv bist bei deinen Bewegungen. Nach den 10 Minuten werden wir deinen Puls messen. Fertig und
Go! Boah, das wird anstrengend. 10 Minuten das durchziehen, das ist echt nervig. Oh nein! Du scheißt die Wand an! Ganz ruhig, Julian, es passiert doch nichts. Ich bin erschrocken, das tut mir leid, das wollte ich nicht. 120. 120, okay, die 10 Minuten werden sowas von durchgezogen. Wenn du jetzt nicht auf über 140 kommst, mein Freund, dann raste ich wirklich. Kannst du mal hier anziehen? Du hast einen Bademantel dabei. Warum sollte ich? Zieh ihn an. So dieser Sauna-Effekt, weißt du? Das Leute, nichts bringt mich aus der Ruhe. Nichts. Glaubst du? Echt schnell, Juli. 130. Ich kack ab, Leute. Du bringst mich nicht aus der Ruhe. Junge Dame. Ist das eine Scheiße. Ich bin nicht, Alter. Leute, das war's mit dem Video. Ist das eine Scheiße. Ich hab's nicht geschafft, mich auf 140 zu bringen. Und das, obwohl ich eigentlich eh schon immer einen hohen Puls habe. Gebt jetzt unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich sie mal... Wenn sie wieder nicht mehr schwanger ist, wenn sie ihre Ruhe hat, wenn wirklich kein Stress in ihrem Leben ist, wenn alles gut ist, dass ich dann für sie mal dieses Video durchdrehe, dann 50.000 Daumen nach oben. Es kann auch 70.000 sein, 80.000, ist egal, aber wenn ihr irgendwie seht, es kommt an die 100.000, hört einfach ab 50.000 Daumen nach oben auf. Soweit dazu. Ich muss dir jetzt mal gratulieren, das ist echt gut. Danke. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das nicht schaffe, wirklich. Jetzt ersten Link in der Infobox, da hat die Bianca ein Video gedreht und euch eine sehr wichtige Information gegeben bezüglich unseres Aufenthaltsortes, unseres recht restlichen Lebens. Unseres Lebens. Genau, ja, wir werden nämlich hier nicht mehr lange leben. Darum guckt in die Infobox. Ich muss jetzt einfach noch in die Dusche. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen nach oben, aber nicht zu viel. Und dann bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.